Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt Video Nummer 7 von meinem Sammlungskauf, ja, was ich euch zeige. Für die, die es nicht wissen, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen 800 DVDs und Blu-rays gekauft für erstaunlich 150 Euro und da zeige ich jetzt, was da alles drin war. Wollen wir gar nicht lange rumlabern. Ich habe mir hier ein bisschen mehr hingestellt und kann euch schon mal verraten, dass im nächsten Video bezüglich des Sammlungskaufes. Das nächste Video wird dann auch das letzte sein. Und im letzten Video kommen dann die ganzen Blu-rays, die ich mich schon sehr freue, ja, dass ich dann auch mal Blu-rays in die Kamera halten kann, nicht immer nur DVDs. Wobei die DVDs ja jetzt nicht, die möchte ich ja nicht schmälern, die Filmchen, ne, nur weil sie auf DVD sind. Also das hat ja damit jetzt gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ist die Tüte ist schon recht groß mit den Blu-rays, ne, die dann noch kommt. Okay, ich habe das hier so ein bisschen vorgestapelt und so, damit ich ja, jetzt noch ein Video mache und dann die Blu-rays habe und dann hoffentlich irgendwann auch mal durch bin. Nichtsdestotrotz hatte ich hier jetzt wieder ein paar Snapper-Case drin, die ich glaube ich auch noch nicht habe. Einmal hier, was Frauen wollen. Brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Sehr schick. Vor allen Dingen super Zustand. Und hier ist 4 mit Sharon Stone, Dustin Hoffman und Samuel L. Jackson. Mit dem Film konnte ich damals gar nicht so viel anfangen. Ich fand den eher so ein bisschen langweilig. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Buchverfilmung. Und gefallen hat er mir nicht sonderlich, muss ich sagen. Ist auch, glaube ich, nicht gut angekommen im Kino und sowas. Dann habe ich hier was im Pappschuber. The Day After Tomorrow. Ja, das ist eigentlich ganz nett hier mit diesem 3D-Effekt. Das ist ganz nett. Kann man vielleicht auch erstmal behalten, bevor man das irgendwann mal abschießt. Dann haben wir hier so eine Dreierbox. 3 DVDs, ein Preis, ja genau. Verrückt nach Mary, ich, beide und sie und unzertrennlich. Unzertrennlich habe ich noch gar nicht gesehen. Den Film, davon habe ich wohl gehört, ne? Aber gesehen habe ich den noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der was ist. Jetzt ist ja Zeit, das Ding mal zu gucken. Dann war hier tatsächlich noch eine Box drin. Und zwar Lethal Weapon. Die Box habe ich schon. Der Unterschied, hier sind die normalen Dinger drin und ich habe die in der Snapper Case Ausgabe da oben auf dem Schränkchen stehen. Ja, fand ich ganz nett. Und witzigerweise haben die hier bei der Box tatsächlich auch zweimal die Altersfreigabe drauf: einmal FSK 16, einmal FSK 18. Teil 1 und 3 ist ab 16 und 2 und 4 ist ab 18. Warum sie das jetzt so gemacht haben, normalerweise hast du doch auf der Box eine Freigabe, jeweils die höchste drauf oder nicht? Oder vertue ich mich da? Ich weiß nicht. Ich meine, das wäre so. Ja. So, dann gucken wir mal, was hier jetzt so alles auftaucht. Ich habe mir das wirklich alles nur rausgeholt und hingestapelt. Ja, Stallone, Demolition Man. Gut, Ding habe ich jetzt auch schon ein paar Mal hier. Dann hier Konferenz der Tiere. Da müssen auch nachher irgendwie noch jede Menge Disney-Klamotten auftauchen. Genau, hier geht nehmen wir schon den ersten. Lilo und Stitch 2. Womit wir wieder beim Thema wären, ja, wenn man sich Teil 1 angucken kann, hier von den Disney-Klamotten, Teil 2 danach, macht für mich jetzt, ja, okay, also zu gucken keinen Sinn. Ja, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, glaube ich. American Princess. Ja. Ja, genau, so ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert, Brokeback Mountain. Nee, interessiert mich gar nicht. Nö, gar nicht. American Pie 2. Ja, da habe ich irgendwie schon ein paar andere Teile hier rumfliegen. Ghost Ship, ungeschnittene Fassung, ob ich den mal gesehen habe, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, als er neu war damals. Ja, vielleicht gucke ich mir den noch irgendwann mal an hier. Wann ist der jetzt, 2002 oder sowas? Mal gucken, mal gucken. Ich bin Nummer 4. Ein furchtbar langweiliger Film. Sollte ursprünglich auch mehrere Fortsetzungen nach sich ziehen, aber da das Ding ja furchtbar untergegangen ist, ist da Gott sei Dank auch nichts mehr nachgekommen. Eine Schneewittchen, Dornröschen-Verfilmung hier, Schneewittchen. Genau, Spieglein, Spieglein. Ich weiß noch, als der damals rauskam, habe ich mir den angeguckt oder wollte mir den angucken und habe den, ich glaube, nach 10 Minuten ausgemacht, weil die fangen da plötzlich an zu singen und sowas. Wenn ich mich nicht, nee, das ist das Ding, wo die dann anfangen zu singen und ich dachte, ach du meine Fresse, ne? Habe ich nie geguckt, werde ich auch, glaube ich, nicht machen. Das ist genau wie eine Friseurfilm da mit, ja, wie heißt der denn nochmal?
Johnny Depp. Ist egal, wird auch noch gesungen, habe ich auch nicht geguckt, werde ich auch im Leben nicht tun. Donnie Darko. Guter Film, guter Film. Ja, das Bildnis des Dorian Gray, den hatte ich letztens auch mal irgendwo in irgendeiner Tüte oder so, in irgendeinem Karton oder so drin. Ah ja, jetzt haben wir so ja bald komplett hier Aliens Rückkehr, Special Edition. Muss man mal sehen, wenn ich die alle zusammen habe. Das ist dann auch wieder so eine Sache, ob ich die dann behalte oder ob ich die wegtue, obwohl ich die Dinger auf Blu-ray habe. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Woher weißt du, dass es Liebe ist? Ja, gut. Ist halt viel auch so von diesem Zeug mit drin. Aber ist ja nicht schlimm. Die Purpurnen Flüsse 2. Ja, war glaube ich nicht so gut wie der erste Teil, aber Erinnerung daran ist nahezu null. Könnte man vielleicht auch doch noch mal gucken. Leonardo hier, Blood Diamond. Haben wir auch schon stehen. Sind tatsächlich noch ein paar Filmchen für die Tauschkiste. Mittlerweile ist es keine Kiste mehr, es sind mehrere Kisten. Ja. Wobei ich sagen muss, also anteilmäßig von dem Zeug, was ich mir jetzt geholt habe, zuletzt, so viel war es eigentlich nicht angesichts der Tatsache, wie viel denn da wirklich auch drin war. Ja, ich zeige euch das irgendwann mal, was ich da alles aussortiert habe, so von der Menge her. Superman Returns. Ja, naja. Na, die Chroniken von Narnia. Der König. Ja, der König von Narnia. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich habe das Ding, glaube ich, mal angefangen zu gucken, bis die da in den Schrank läuft und dann taucht da irgendwann so ein Löwe auf und dann habe ich, glaube ich, nicht weitergeguckt. Hals über Kopf, Freddy Prinz Junior. Von dem hört man auch nichts mehr, ne, oder? Die Frage, ob das jetzt so schade ist. Sandra Bullock, Ryan Reynolds, selbst ist die Braut. Ah ja, der war, glaube ich, gar nicht so schlecht hier. Brothers Grimm. Wenn ich mich recht erinnere, war der eigentlich ganz, ganz gut. Den konnte man eigentlich ganz gut gucken. Jack Nicholson, was das Herz begehrt. Ja, ich auch gesehen. Geht, ist okay. Hei, Glenn Close, Cameron Diaz, Holly Hunter. Gefühle, die man sieht. Ja. Ja. Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, den fand ich übrigens besser als den ersten Fantastic Four. Der hat mir besser gefallen, der hat mehr Spaß gemacht. In den Schuhen meiner Schwester. Jetzt muss ich mal gucken, dass der Stapel hier nicht so hoch wird. Und mal den ersten mal runternehmen. Brauchen ja gleich noch ein bisschen Platz. Moment. Mittlerweile habe ich Übung drin, da die Dinger fallen zu lassen, dass sie nicht umfallen. Dann haben wir hier Gwyneth Paltrow, Flight Girls. Kenne ich auch nicht. Ja, okay, hier habe ich das Schnapper-Case schon. Die Neuverfilmung der Zeitmaschine mit Guy Pearce. Mir auch gut gefallen. Ja, ein Film, den ich absolut furchtbar fand oder finde, ist hier der Hexenclub. Das ist so langweilig, das Ding. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Geschmackssache, Geschmackssache. Ja, Johnny Depp hier, Piraten der Karibik. Am Ende der Welt. Das müsste ich so auch bald langsam alle komplett haben. Ah, hier haben wir den ersten Kuchenfilm. 10.000 BC. War, glaube ich, ganz gut. Ja. War ganz nett gemacht, glaube ich. Glaube ich. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Die Stapel. Moment. Augenblick. Ich hab's gleich. Darf ja nicht umfallen. Ist ja halt ziemlich hochgestapelt alles. Mit Kevin Costner. Message in a Bottle. Das ist wieder so ein Ding. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, den habe ich tatsächlich auch damals im Kino gesehen. Schlaflos in Seattle. Tom Hanks, Meg Ryan. Kennen ja auch 1000 Leute. Und was sind sie damals alle reingerannt in den Film? Ja, ich auch. Aber nicht alleine. Ja, auch wieder das Jennifer Lopez. Ah, das ist auch immer so ein extrem zweischneidiges Schwert. Ne? Plan B für Liebe. Hier, The Cell oder so mit J-Lo. Der war ganz gut, konnte man sich angucken. Ich glaube, sie hat auch so noch ein, zwei andere. Dann gibt es da irgendwie noch so eine Komödie, der Schwiegermonster. Das habe ich da drüben auch noch liegen, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der soll auch ganz gut sein, aber ansonsten weiß ich nicht, ob sie da nicht lieber beim Singen bleiben sollte. Ja, Titanic.
Titanic halt, ne? Oh ja, dann hier auch. Ein alter Film von Sidney Pollack, Harrison Ford, Sabrina. Sabrina, Sabrina. Wo wir dann auch, glaube ich, wieder beim Thema sind, wenn ich mich jetzt nicht vertue, so Filmchen, die jetzt nicht mehr ganz so einfach zu kriegen sind oder so. Ich glaube, der gehörte da auch mit bei. Miami Vice hat mir gar nicht gefallen. Nee, sorry. Ja, Ritter aus Leidenschaft. Das ist sogar. Nee, das ist nur eine Disc. Das ist klar, das ist so schwer, da ist so ein Büchlein noch mit drin. Ja, schön. Genau. Dann haben wir hier Steve Martin, die Fortsetzung. Vater der Braut 2. Auch alle beide jetzt. Love and Other Drugs, den hatte ich, der Titel kommt mir bekannt vor, den hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo letztens mit drin. Er steht einfach nicht auf dich, ja. Gut, den habe ich tatsächlich auch schon. Heath Ledger, Casanova. Erstaunlich, wie viele, in Anführungsstrichen, Filme Heath Ledger dann doch gemacht hat. Gut. Ah ja, auch Fein, 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 Starship Troopers. Super. Und hier, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Biopic. Elvis. Authentisch, packend, unsterblich. Die legendäre Elvis-Geschichte von seinem 18. bis zu seinem 33. Lebensjahr. Ach so, das ist nur so ein Pappschuber, okay. Ja, kann man auch mal reingucken, je nachdem, wenn die Darsteller vernünftig sind und das gut umgesetzt ist. Und die Musik kann man ja, finde ich, ja heute immer noch hören. Könnte der durchaus interessant sein und Spaß machen. Ach, ein deutscher Film, ja, Mädchen, Mädchen 2. Den ersten habe ich damals geguckt. Ja, der ging so. Ja, aber den zweiten kenne ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten von gibt. Ah ja, hier, den habe ich auch schon zigmal gesehen. Auch ein klasse Film, Harry und Sally. Klasse, klasse. Jeder kennt eigentlich diese Szene in dem Restaurant, ne, mit dem Orgasmus, ja. Und die Tante Jan sagt, ich hätte gerne das gleiche wie die Frau am Nebentisch. Gut, haben wir den jetzt auch. Fein, fein, fein. So, jetzt muss ich hier gucken, dass es nicht umfällt. Das ist ja manchmal so wie Mikado. Wenn du da einen Stapel wegnimmst, dann hast du so ein Ungleichgewicht da drauf. Aber es steht noch alles. Ja, so eine kleine Box, wo beide Teile drin sind. Plötzlich Prinzessin 1 und 2. Ich glaube, den ersten konnte man tatsächlich auch gucken. Also den ersten fand ich jetzt nicht verkehrt. Zweiter Teil mir unbekannt. Ja, auch was darauf kann ich dann verzichten. Bibi Blocksberg. Ja, nee. Wie gesagt, der Bibi Blocksberg. Ich habe auch die Hörspielkassetten nie. Nee, da war ich schon zu alt. Shia LaBeouf, Eagle-Eye. Das ist ein schöner Actionfilm. Da geht es auch ordentlich zur Sache. Der ist unterhaltsam. Ist jetzt keine tiefgründige Geschichte oder sowas, aber da ist so ordentlich Knallbumm. Der macht Spaß. Der ist nicht schlecht. Ja. Gerald Butler, Jamie Foxx hier, Gesetz der Rache. Ja, gut, ist doch DVD, ist ja dann, kam ja dann vor nicht allzu langer Zeit dieser Director's Cut, ungeschnittene Fassung oder sowas raus, die muss ich mir auch noch besorgen. Ah ja, Alien Special Edition, jetzt müsste ich, glaube ich, alle vier davon haben. Das muss ich auch mal zusammen sortieren. Ich muss ja sowieso noch sortieren und aufräumen. Ey, das sieht hier aus wie nach einem Bombenangriff, ne? Also, das ist alles noch verstreut. Sweet Home Alabama. Ah ja, den werde ich mir auch nochmal angucken. Der war auch gut. Ist auch schon viel zu lange her bei mir. Auf der Jagd. Die mehr oder weniger Fortsetzung von Auf der Flucht mit Harrison Ford haben wir dann hier. Tommy Lee Jones, der dann wieder den US-Marshal spielt. Und diesmal hinter Wesley Snipes her ist. Auch sehr gut. So, soll nochmal ein bisschen Platz machen. Augenblick. Macht zwar mal Krach, aber fällt nicht um. Das ist schon mal gut. Ja, Tom Hanks, Castaway. Der Hitman fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ist jetzt auch alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ist, soweit ich weiß, auch eine Spieleverfilmung. Aber da waren schon ein paar dolle Sachen drin in dem Film. War gar nicht so verkehrt. Keanu Reeves, Sandra Bullock, ja, Haus am See. Gut, wer es braucht, das ist doch das mit diesem Zeitreisebriefkasten oder sowas, ne? Ja, gehört habe ich davon, aber gesehen nicht. Nein. Leonardo, ups, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Catch Me If You Can, Film von Steven Spielberg, glaube ich. Ja, genau.
Macht Spaß, beruht auch auf einer wahren Geschichte. Gut. Ja, das ist auch wieder so ein Film, das brauchst du nichts zu sagen. Ne? Pretty Woman kennt jeder. Mir noch was, den einen oder keinen. Den habe ich jetzt mittlerweile auch dreimal im Laufe der Zeit irgendwie mir nach Hause geholt. Mamma Mia, der Film. Ich mag ja die Musik von ABBA eigentlich. Kann man die gut hören, finde ich, ja. Aber den Film, ich weiß nicht, ob ich, da habe ich mich noch nie rangetraut, ne? Wenn ich mir bedenke, wer da alles singt, und die singen ja tatsächlich selber, obwohl es nicht schlecht sein soll, da habe ich mich immer noch so ein bisschen davor gesträubt bis jetzt. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Fortsetzung sogar von, ne? Ashton Kutcher, voll verheiratet, Komödie. Ich habe ein paar Filme geguckt mit Ashton Kutcher in letzter Zeit, gerade gestern, glaube ich, den letzten. Auch so Komödien, die schon ein paar Jährchen älter sind, und die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Die kann man alle gut gucken. Die sind nicht schlecht. Ich glaube, den habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man sich angucken kann. Ne? So. Ja, genau. Dann haben wir hier Contact. Ich glaube, da habe ich auch irgendwo das Snapper Case schon von. Ist auch ein schöner Film. Ist ein sehr ruhiger Film über Kontaktaufnahme durch Außerirdische und sowas. Sehr ruhiger Film. Aber hat mir gefallen. Hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Habe ich gerne geguckt. Der geht auch recht lange, glaube ich. Der geht auch über 2 Stunden, wenn ich mich nicht vertue. Ja, 144 Minuten, genau. Ja, dann die unheimliche Fortsetzung. 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. Fand ich auch gut. Mir gut gefallen. Vielleicht sogar besser als der erste. Ich weiß nicht. Der erste ist ja, steht ja eigentlich für sich alleine. Und der zweite ist halt, ja, die Geschichte ist ein bisschen, sagen wir mal, zügiger erzählt. Ja, und passiert vielleicht hier und da ein bisschen mehr, aber mindestens ebenbürtig. The Italian Job habe ich auch schon, habe ich auf Blu-ray, habe ich auf DVD hier noch irgendwo rumliegen. Das ist auch wieder so ein Tauschkandidat. Ist die Frage, ob es da überhaupt noch jemand für findet, der sowas tauscht. So, machen wir hier weiter. Ich warte wirklich drauf, dass mir die Stapel irgendwann mal alle umfallen da an der Seite. Was haben wir hier? Ein Tanzfilmchen. Center Stage. Sagt mir nichts. Oh ja, hier Sky Captain and the World of Tomorrow. Das ist ein cooler Film. Den kennen eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so viele Leute. Spielt auch Hinz und Kunz mit, ne? Jude Law, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie. Und der ist auch mit so einer ganz speziellen Tricktechnik gemacht worden. Und der Film, der macht richtig Spaß. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann googelt euch mal den Trailer und schaut euch das mal an. Also mir hat der Film wirklich gut gefallen. Und man darf nicht vergessen, das Ding ist schon ein paar Jährchen alt. Ja? Der Mann in der eisernen Maske. Ja. Ja. Ging so. Ging so. Ist eigentlich so die 4 Musketiere, die 3 Musketiere und so, irgendwelche Muskeltiere. Und ja, ging so. Ging so, ging so. Ja. Also mal hier, ja. Stalingrad. Kommentar frei jetzt mal. Absolutes Kontrastprogramm hier. Ne? Ey, wenn du die Filme so weggucken würdest, wie ich sie hier in die Kamera halte, dann wirst du ja rammdösig. Der Prinz und ich. Diane Lane, unter der Sonne der Toskana. Da sind aber auch Klamotten bei, ey, unglaublich. Ja, Mondscheintarif, kenne ich auch nicht. Denzel Washington, der Manchurian-Kandidat, der war ganz gut, so ein Thriller. Ah, den kann man sich angucken. Ich will jetzt auch nicht stundenlang über jeden Film quatschen, sonst geht das Video unendlich lange. Sollen wir vermeiden. Adam Sandler, Drew Barrymore, 50 erste Dates. Ja, das ist so ein Adam Sandler-Film. Den konnte ich mir damals noch angucken, bevor ich dann Adam Sandler irgendwann überdrüssig wurde. Der war, glaube ich, okay noch. Ja. Ja, die Super-Ex. Da hätten sie wirklich noch mehr rausmachen müssen aus dem Film. Ne? Die Idee ist super lustig, finde ich, klasse. Aber da hätten sie wirklich mehr draus machen können. Ne? Stattdessen wurde das so ein seichtes Dingen. Ja, so, jetzt haben wir hier, glaube ich, irgendwie eine Disney-Ecke gefunden. Findet Nemo. Aladdin, für mich eigentlich annähernd so der einzig wahre Aladdin. Ich werde mir das Ding mit Will Smith, gucke ich mir im Leben nicht an. Ne?
den könntest du mir schenken. Den würde ich mir dann irgendwo hinstellen vielleicht, aber das war's dann auch. Ja, ein recht langer Filmtitel. Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Hugh Grant, habe ich glaube ich auch mal gesehen. War gar nicht so verkehrt, wenn man so auf englische Landfilmchen steht. Mit ein bisschen Romantik drin. Ja, war das noch okay, aber die Geschichte war nett. War gut und ist, glaube ich, auch damals so passiert. Ne? Irgendwie Landvermesser tauchen auf und vermessen da alles und sagen die, nee, so ein Dorf, irgendwie stolz auf seinen Berg ist, und sagt der Landvermesser, nee, das ist kein Berg, das ist ein Hügel, das ist zu klein. Und dann halten die den irgendwie in dem Dorf da fest mit irgendwelchen Ausreden und sowas und fangen dann an, den Berg, den Hügel aufzuschütten, bis er hoch genug ist, um ein Berg zu sein. Das fand ich ganz witzig gemacht. Nur mit dir. Von mir aus habe ich nichts gegen. Disney Pixar Merida. Habe ich nie gesehen. Die Frau hat den mal geguckt, da lief der irgendwie im Fernsehen und die war voll begeistert. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Jetzt müssen wir hier nehmen, machen erstmal die Seite, sonst fällt es tatsächlich noch um. Dreckiges Tanzen. Ja. Love Happens. Liebe braucht keine Ferien. Hatte ich auch schon mal irgendwie in den Finger. Drew Barrymore. Ungeküsst. Ja. Ja, das sind dann wieder diese typischen draufgedruckten Kommentare, die einen dann zum Kauf bewegen sollen. Die steht dann einfach nur Klasse von TV Movie. Ja, klasse, klasse Film. Ja, super. Ne? Was ist das denn hier? Desiree Nosbusch, Valérie Dumas, Superbiester, einen Freund zum Geburtstag. Was ist das denn? Auf jeden Fall alt. Alt, alt, alt. Ja, hier steht leider nicht drauf, von wann der Film ist. Ja, das kann ja nicht sein. Ja, da steht nur drauf, von wann die DVD ist, aber den Film, keine Ahnung. Vielleicht gab es den mal irgendwo umsonst. My Big Fat Greek Wedding. Auch noch nie gesehen. Ocean's 13. Jetzt habe ich so, glaube ich, alle drei komplett auf DVD hier liegen. Hugh Grant, er hat ja mal so einen Lauf gehabt, andauernd irgendwelche Filme zu machen. About a Boy. Martha trifft Frank, Daniel und Lawrence. Ja, dann. Ein Gangbang, ne? Oder? Bad Teacher. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, vermutlich, weil da kommt ja noch die Blu-ray-Tüte. Geiler U-Boot-Film hier, Crimson Tide, Gene Hackman und Denzel Washington, klasse Ding. Jennifer Garner, lieben und lassen. Ja, dann lassen wir sie mal. Diane Keaton, Baby Boom, den habe ich damals auch gesehen, der ist auch schon uralt, das ist auch tiefste 80er. Nett, nett, so ein Ding dann auch mal hier zu Hause stehen zu haben wieder, wenn du den wirklich schon 20, 30 Jahre nicht geguckt hast, den Film. Oh, noch nicht fertig. Nein, nein, nein. Ja, genau, der letzte Film von Sean Connery, in Anführungsstrichen. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen habe ich jetzt, glaube ich, dreimal in meinem Tauschkörbchen liegen. Eine Dreierbox, die ich nicht brauche. Girls United. Alles, 1, 2, 3 und alles oder nichts und hast du nicht gesehen. Und, ja. Oh ja, das... ach, herrje. Ja, die Wanderhure befindet sich jetzt auch in meinem Regal. Das kommt dann auch ins deutsche Regal. Damit das muss ja so eine Berechtigung haben, das deutsche Regal. Da müssen ja zumindest mal ein paar Filme drinstehen, auch wenn es dann nur so Alibi-Filmchen sind wie das hier. Aber mit der Zeit, denke ich mal, wird da vielleicht noch ein bisschen was zukommen. Lilo und Stitch. Ja, 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 ja. Madagaskar 2. Ich glaube, von Madagaskar habe ich... Wie viele Teile gibt es da? 3? 4? Also 3 habe ich auf jeden Fall geguckt von Madagaskar. Die waren alle gut, aber ich stehe so auf die Pinguine. Die finde ich so witzig. High School Musical 2, ja. Der war auch nicht schlecht. Megamind. Der war auch lustig.
Was haben wir hier? Oh, das ist irgendwie so ein Schreck 2 in irgendeiner Klett. Ach, guck mal, da hast du dann so ein, wie nennt sich das, wenn man das so aufklappt und da poppt das so nach vorne? Weiß ich jetzt nicht, Diorama oder so? Aber das ist nur der Schuber und dahinter ist dann die, ja, normale DVD. Mhm. Oha, oha. Universal Pictures Oscar Edition, bester Film 1930. Im Westen nichts Neues. Das ist ja interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich interessant, weil ich den tatsächlich auch mal einlegen werde. Ich kann nicht versprechen, dass ich den zu Ende gucken werde, aber das interessiert mich jetzt dann doch. Ich weiß nicht, ob ich mir sowas dann freiwillig nach Hause holen würde, aber wenn ich sowas mal in die Finger bekomme, wie in dem Fall jetzt hier, gucke ich da auf jeden Fall mal rein. Ja? Ja, wie gesagt, Kontrastprogramm hier, Tom Hanks Terminal, beruht auch auf einer wahren Geschichte. Forrest Gump ist frei erfunden. Ach ja, Julia Roberts, Richard Gere hatten wir ja eben schon, aber hier die Braut, die sich nicht traut. Kiss and Kill, der war, glaube ich, auch ganz witzig. Ist auch wieder so ein Ashton-Kutcher-Ding, ne? Vom Produzenten von Pearl Harbor. King Arthur, ja. Original-Kinofassung steht hier hinten drauf. Den habe ich bestimmt auch mal gesehen. Ja, war, glaube ich, auch nicht schlecht. Nach 7 Tagen ausgeflittert mit Ben Stiller. Ah, das ist auch so ein Ding, ne? Hier, wie Schlaflos in Seattle. Während du schliefst. Sind sie auch alle reingerannt damals. Ja, okay, das ist X-Men. Klar. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Platz machen. Das ist, glaube ich, noch völlig okay hier. Das fällt nicht um. So, jetzt haben wir hier. So, weiter geht's. Der goldene Kompass. Ja, die Geschichte ist ja leider nie zu Ende erzählt worden, weil der Film aus irgendwelchen Gründen an den Kinokassen nicht funktioniert hat. Aber da gab's oder gibt's irgendwie oder soll's geben irgendwie eine Serie auf Netflix, Schlag mich tot irgendwo. Mir hat der Film gut gefallen und ich fand das wirklich auch sehr, sehr schade, dass da nichts mehr nachkam. Plötzlich verliebt. Ja, ist ja jedem schon mal passiert. Mein Gott. Der englische Patient. Habe ich auch mal gesehen. Ist aber schon super lange her. Ich habe die damals jeweils immer geguckt, wenn die neu waren. Aber seitdem dann nicht mehr. Oh ja, auch ein toller Film. Codename Nina. Leider in der geschnittenen Fassung. Das steht sogar tatsächlich hier drauf. Hier steht gekürzte Fassung. Erstaunlich. Ich wüsste jetzt nicht, wo das sonst noch irgendwo mal aufgetaucht wäre. Codename Nina, gekürzte Fassung. Ja. Ja, witzig. Okay. Haben wir noch so ein Ashton-Kutcher-Ding. Sowas wie Liebe. Was soll das dann sein? Gibt es da kein Wort für, dass man das so umschreiben muss? Daniel Craig, Defiance. Der war ganz gut. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein spielt in Polen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist auch eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Irgendwie so Rebellen oder sowas. Kampf da. Was nicht ist das? Zweiter Weltkrieg? Ja, schon lange her. Clint Eastwood, Gran Torino. Cooles Ding. Ah ja, dann haben wir hier ja, die Klassiker, kann man ja sagen, eigentlich. Ne? Also hier Star Wars 1, 2, 3. Zum 27. Mal. Kick It Like Beckham. Mädels und Fußball oder so. Fußball habe ich. Nee, ist nicht so meins. Britney Spears. Ach du Scheiße, ey. Not a Girl. Penelope Cruz, Woman on Top. Könnte man jetzt so oder so verstehen. Ja, ich höre auf zu quatschen über den Film, sonst rutscht mir noch irgendwas raus. Wer weiß. Richard Gere, schon wieder Diane Lane, das Lächeln der Sterne.
Man müsste sich echt mal, glaube ich, mehr damit beschäftigen, wie die Filme im Original heißen, weil das manchmal, was sie sich hier ausdenken, die deutschen Titel, ich meine, ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass das Ding wirklich so heißt im Original, aber du hast halt wirklich oft, dass du dich fragst, wie kommen die auf diesen Titel in Deutsch? Aber gut. Rendezvous mit Joe Black. Ah ja, Disney, Disney, Disney. Ach, das ist Jafars Rückkehr. Ist das dann Aladdin 2 oder 3, 4? 2 vermutlich, ne? Wenn er zurückkommt. Ach ne, hier ist noch so ein Ding. Aladdin und der König der Diebe. Gut. Von den Machern von Ice Age. Robots. Habe ich den gesehen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir es aber mit den DVDs. Jetzt sind wir durch. Eine ganze Menge. Meine Güte, meine Güte. Ich kriege schon langsam Tennisarm von dem ständigen Hochhalten. Ja, super. Also mit den DVDs sind wir jetzt durch. Auch hier waren wieder so ein paar Leckerlis bei, wie ich finde. Und da kann man, glaube ich, nicht behaupten, dass sich das ganze Zeug hier nicht gelohnt hätte, ne? Das hier nach Hause zu holen. Und dann schauen wir mal, wie es demnächst weitergeht mit dem Blu-ray. Da bin ich schon gespannt. Ja? Das weiß ich auch gar nicht mehr, was da alles bei war. Wir gucken zusammen durch. Und bis dahin wünsche ich euch schönen Mittag, Nachmittag, Abend, egal, wenn ihr das Ding guckt. Und wir sehen uns, denke ich mal, im nächsten Teil wieder, ja, im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Das kostet so nur Geld und keiner braucht es.